Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Maxi und in diesem dritten Teil geht es um die Themen und Inhalte im Rahmen Lehrplan Sport für Berlin und Brandenburg. Kommt mal mit. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Peter. Peter studiert Sport in Berlin und hat von seiner Kommilitonin Aische im ersten Teil die Zielsetzungen des Schulsports und das Modell einer sport- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz im Rahmen Lehrplan Sport für Berlin und Brandenburg erklärt bekommen. Im zweiten Teil haben Sie über Kompetenzen und Standards gesprochen. Nun gehen Sie auf Themen und Inhalte im Rahmenlehrplan ein. Wir haben immer wieder von Bewegungsfeldern gesprochen. Können wir zum Abschluss noch näher darauf zu sprechen kommen? Natürlich. Im Rahmenlehrplan Sport wird am Ende auf die Themen und Inhalte eingegangen. In diesem Abschnitt wird also thematisiert, welche Bewegungsfelder oder anders gesagt, welche Bewegungs-, Spiel- und Sportformen im Unterricht behandelt werden können, mithilfe derer die Kompetenzentwicklung der Lernenden vollzogen werden soll. Dabei erfolgt eine Orientierung sowohl an klassischen Sportarten als auch an der aktuellen Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur. Auf diese Weise soll eine Anknüpfung an die Interessen und die Lebenswelt der SchülerInnen erfolgen. Stichwort Lebensweltorientierung. Bevor aber die Bewegungsfelder vorgestellt werden, geht der Rahmenlehrplan noch auf einige grundlegende Aspekte im Sportunterricht ein. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Darunter fallen Aspekte, die grundsätzlich in jeder Planung und in jeder Sportstunde mit einbezogen werden sollten. Im Rahmenlehrplan sind dies Partizipation, reflexive Koedukation, pädagogische Perspektiven, die Niveaustufen und das schulinterne Curriculum. Soll ich diese Punkte genauer ausführen? Ja, gerne. Okay. Laut dem Rahmenlehrplan sollte Partizipation Grundlage der Umsetzung des Sportunterrichts sein. Unabhängig vom sonderpädagogischen Förderbedarf, sozialer Herkunft, Religion und so weiter, sollen allen Lernenden nicht nur eine Teilhabe im Sinne von Mitmachen, sondern im Sinne einer Demokratieerziehung auch eine echte Mitbestimmung, Mitsprache und Mitgestaltung ermöglicht werden. Dies impliziert streng genommen nicht nur die Gestaltung des Unterrichts, sondern auch die Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte. Unter dem Punkt Partizipation werden im Sinne einer Inklusion bzw. einer Pädagogik der Vielfalt dann auch individuelle Förderungen und Maßnahmen der Differenzierung subsumiert. Als ein spezieller Aspekt einer Pädagogik der Vielfalt wird die reflexive Koedukation hervorgehen. Dies impliziert, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen gefördert werden sollen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass im Sportunterricht oftmals vor allem traditionelle Sportarten durchgeführt werden, die insbesondere die Jungen und ihren Wunsch nach Wettkampf ansprechen, erscheint die explizite Betonung der reflexiven Koedukation nicht unberechtigt. Die pädagogischen Perspektiven haben wir im ersten Teil besprochen. Im Sinne eines mehrperspektivischen Unterrichts sollen in jeder Jahrgangsstufe alle pädagogischen Perspektiven berücksichtigt werden, wobei je nach Bewegungsfeld und Lernziel ein anderer Fokus auf bestimmte Perspektiven gelegt werden kann. Die Niveaustufen haben wir auch schon ausführlich thematisiert. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Themen und Inhalte der Bewegungsfelder prinzipiell auf allen Niveaustufen bearbeitet und entsprechend des Leistungsspektrums der Lerngruppe durch differenzierte Aufgabenstellungen vertieft werden können. Angestrebt werden dabei sogenannte Regelstandards für die jeweiligen Jahrgangsstufen in den jeweiligen Schulformen. Bevor die Bestandteile der jeweiligen Bewegungsfelder vorgestellt werden, wird noch auf das schulinterne Curriculum eingegangen. Die Fachlehrkräfte und die Fachkonferenzen haben die Möglichkeit, die Themen und Inhalte zu konkretisieren und eine Schwerpunktsetzung vorzunehmen. Der Rahmenlehrplan bietet also in erster Linie einen thematischen Rahmen mit vielen Freiheiten bei der Umsetzung. Daher auch der Name Rahmenlehrplan. Bei der Umsetzung der Themen und Inhalte ist lediglich Folgendes verbindlich. In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden alle Bewegungsfelder mit unterschiedlichen Inhalten unterrichtet, sowie Schnelligkeit und Beweglichkeit besonders gefördert. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden drei Bewegungsfelder mit unterschiedlichen Inhalten erweitert und vertieft. In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 werden fünf Bewegungsfelder mit möglichst unterschiedlichen Inhalten erweitert und vertieft.
Im Land Brandenburg wird das Bewegungsfeld Bewegen im Wasser einmal in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 verbindlich mit mindestens 15 Stunden unterrichtet. Ab Jahrgangsstufe 5 wird in jedem Schulhalbjahr in mindestens einem Bewegungsfeld die Ausdauerfähigkeit besonders gefördert und überprüft. In jedem Schuljahr werden in einem der drei möglichen Bewegungsfelder die Bundesjugendspiele vorbereitet und in Form des Wettbewerbs, Wettkampfs bzw. Mehrkampfs durchgeführt. Die Schulen können also selbst festlegen, welche Themen und Inhalte sie in den jeweiligen Bewegungsfeldern aufgreifen und vertiefen wollen. Entscheidend ist, die vorgegebenen Kompetenzen und Standards anzustreben. Mit welchen Inhalten und wie genau diese erreicht werden sollen, ist also uns Lehrkräften überlassen. Hier haben wir enorme Gestaltungsfreiräume und können in Abhängigkeit der Voraussetzungen der Schule auf unsere Vorlieben und die Lebenswelt der Lernenden eingehen. Der Rahmenlehrplan ist also gar nicht so eng ausgelegt, wie viele meinen. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Sind die Bewegungsfelder deshalb so offen formuliert? Ja. Zu den 7 Bewegungsfeldern bzw. Themen und Inhalten gehören 1. Laufen, Springen, Werfen, Stoßen, 2. Spielen, 3. Bewegen an Geräten, 4. Kämpfen nach Regeln, 5. Bewegungsfolgen gestalten und darstellen, 6. Bewegen im Wasser, 7. Fahren, Rollen, Gleiten. Ergänzend wird 8. noch die Möglichkeit aufgezeigt, Sport als Wahlpflichtfach anzubieten. Wie du siehst, heißt es zum Beispiel nicht mehr wie früher Turnen, sondern Bewegen an Geräten. Dies bedeutet nicht, dass das traditionelle Turnen mit seinen Disziplinen nicht mehr thematisiert werden darf. Die Öffnung bei der Formulierung signalisiert allerdings eindeutig, dass anstelle von Turnen auch neuere Bewegungsformen aus der Lebenswelt der Heranwachsenden aufgegriffen werden dürfen. Dies kann zum Beispiel Le Parcours oder Slacklinen sein. Die Öffnung ist auch elementar für die Umsetzung der pädagogischen Perspektiven. Unter der pädagogischen Perspektive Gestaltung kann eine kreative Gestaltung von Elementverbindungen zu einer Kür in den Vordergrund gerückt werden. Dies kann zum Beispiel zum Abschluss einer Unterrichtsreihe zum Le Parcours erfolgen. Nachdem die Heranwachsenden einen Grundstock an Techniken zum Überwinden von Geräten erworben haben, können sie allein oder in der Gruppe eine Le Parcours-Kür erstellen und einüben. Beim Klettern kann unter anderem unter der pädagogischen Perspektive Körpererfahrung das Bewältigen einer Kletterroute mit geschlossenen Augen thematisiert werden. Auf diese Art und Weise sind die 7 Bewegungsfelder des Rahmenlehrplans zu verstehen. Du hast gerade schon Beispiele zu Bewegen an Geräten vorgestellt. Können wir abschließend uns noch ein weiteres Bewegungsfeld etwas näher anschauen? Wenn du magst, dann lass uns exemplarisch Fahren, Rollen, Gleiten betrachten. Dabei solltest du wissen, dass die Darstellung eines Bewegungsfeldes stets demselben Aufbau folgt. Zunächst werden allgemein das jeweilige Bewegungsfeld kurz beschrieben und lebensweltliche Bezüge aufgezeigt. Beim Fahren, Rollen und Gleiten geht es unter anderem um das Aufgreifen dieser Themen. Da diese in der Freizeit der Heranwachsenden eine enorme Rolle einnehmen, sei es beim Roller, Fahrrad, Ski oder Wasserskifahren. Zudem werden die Notwendigkeit und einige Potenziale dieses Bewegungsfeldes dargestellt. Zum Beispiel die Anforderungen an die Nutzung von Fortbewegungsmitteln und das Erlernen von Verhaltensregeln im öffentlichen Raum, unter anderem im Sinne einer Verkehrserziehung. Anschließend erfolgt stets eine tabellarische Auflistung von möglichen Inhalten und Beispielen im jeweiligen Bewegungsfeld. An diesem Beispiel sehen wir nicht nur die Möglichkeiten, bestimmte Inhalte im Sportunterricht zu thematisieren, sondern auch das enorme Potenzial, die Freiheiten des Rahmenlehrplans zu nutzen. In Abhängigkeit der räumlichen, materiellen und örtlichen Voraussetzungen der Schule und den Interessen der Lernenden kann in diesem Bewegungsfeld aus einem relativ großen Arsenal aus Bewegungs-, Spiel- und Sportformen ausgewählt werden. Wenn eine Schule zum Beispiel in der Nähe eines Sees mit einer Wasserskianlage liegt, könnte die Sportfachschaft beschließen, Wasserski und Wakeboard in diesem Bewegungsfeld als erweiterter und vertiefender Inhalt in das schulinterne Curriculum aufzunehmen. Das wäre toll. Hätte ich auch toll gefunden.
An meiner Schule war das leider kein Thema. Lass uns zum Abschluss kommen. Wichtig ist zu wissen, dass die aufgeführten Inhalte Beispiele sind. Sie können von den Fachkonferenzen Sport ausgewählt und/oder ergänzt werden. Auf diese Weise erhalten die Schulen mehr Entscheidungsautonomie bei der Umsetzung des Rahmenlehrplans. Nach den Tabellen mit den Inhalten und den Beispielen werden Anregungen angeführt, wie die Inhalte der Bewegungsfelder fächerübergreifend und fächerverbindend eingesetzt werden können. Zum Bereich Fahren, Rollen und Gleiten können im Mathe- und Physikunterricht zum Beispiel Geschwindigkeiten und Bremswege thematisiert werden. Auch werden einige Anstöße geliefert, welche pädagogischen Perspektiven sich in den Bewegungsfeldern zur Akzentuierung eignen. Allerdings sind diese nur als erste Anregungen zu verstehen. Sie müssen konkretisiert werden und können selbstverständlich erweitert werden. Beispielsweise könnten kleine Gruppen zum Thema Bewegungskünste mehrere Unterrichtsstunden Zeit erhalten, um unter der pädagogischen Perspektive Gestaltung mit Einrädern eine Kür zu choreografieren, einzuüben und abschließend zu präsentieren. Unter der pädagogischen Perspektive Leistung könnten die jeweiligen Gruppen ihre Präsentationen dann gegenseitig kriteriengeleitet bewerten. Stichwort Partizipation als grundlegendes Merkmal des Sportunterrichts. Aische, ganz lieben Dank. Jetzt habe ich verstanden, wie ich mit dem Rahmenlehrplan umgehen soll. Ich fasse zusammen, was wir alles zum Rahmenlehrplan Sport besprochen haben. Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen des Schulsports und unter Berücksichtigung des Kompetenzmodells einer sport- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz ist es in der Fachkonferenz Sport unsere Aufgabe, für die jeweiligen Jahrgangsstufen die Inhalte festzulegen, für diese die Standards für die jeweiligen Niveaustufen zu konkretisieren und auf dieser Basis die Kompetenzentwicklung der Lernenden anzustreben. Dabei haben wir den Freiraum, die Besonderheiten unserer Schule zu berücksichtigen. Allerdings haben wir mit unserer Entscheidungsautonomie auch die Pflicht, den Entscheidungsspielraum verantwortungsvoll zu nutzen. Wir sollten unsere getroffenen Entscheidungen transparent machen und den Lernenden ein breites sowie lebensweltlich orientiertes Bewegungsangebot im Sportunterricht, aber auch unter anderem in den Ganztagsangeboten unterbreiten. Super! Dann ist ja jetzt alles klar. So, und nun seid ihr an der Reihe. Nehmt euren Rahmenlehrplan und entwickelt 3 eigene Anstöße zur Frage, welche pädagogischen Perspektiven eignen sich in den Bewegungsfeldern zur Akzentuierung? Werdet dabei zu einem bestimmten Inhalt so konkret wie möglich. Viel Freude und Erfolg!